Das Deutsche Rote Kreuz hilft mit mehr als 15.000 haupt- und ehrenamtlichen Kräften in mehr als 340 Erstaufnahmeeinrichtungen und betreut mehr als 110.000 Flüchtlingen. Betreut heißt all das, was man sich vorstellen kann, von Begleitung, von sanitätsdienstlicher Betreuung, von psychosozialer Betreuung, ganz banal von Betreuung mit Essen, mit Unterstützung, mit warmen Decken. All das, was unseren Grundsatz ausmacht, Menschen gemäß der Maß der Not Hilfeleistung zu geben. Wir sind hier im Warteraum Erding. Die Abläufe hier sind genau vorgegeben. Die Busse kommen an, werden durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registriert, werden von dort zum Willkommenszelt gebracht. Im Willkommenszelt beginnt nach einem kurzen Aufenthalt im Wartebereich das sogenannte medizinische Screening, wo dann eine medizinische Untersuchung stattfindet. Von dort werden sie an Ausgabestellen gebracht, wo sie von Hygiene-Kits über Decken, Schlafsäcke, alles bekommen und dann wieder in ihren Unterkunftsbereich geführt. Dort sind sie im Regelfall geplant maximal 24 Stunden und werden dann erneut über ein spezielles Verfahren aufgerufen und zu ihren Bussen gebracht und von dort aus dann in die Erstaufnahmeeinrichtungen der Bundesrepublik weitergefahren. In diesem Camp arbeiten viele Leute zusammen, das THW beispielsweise, natürlich Delegierte vom DRK, viele Freiwillige, Freiwillige jetzt von unserem Kreisverband in Erding, aber auch Freiwillige aus Erding direkt. Die Flüchtlingshilfe macht sich hier sehr stark und die Bundeswehr ist auch mit von der Partie. Die Zusammenarbeit zwischen uns, der Flüchtlingshilfe Erding, zwischen dem Roten Kreuz, der Bundeswehr, auch THW, war vom ersten Tag an perfekt. Also es läuft Hand in Hand. Und auch wenn ein Moment kommt, wo Bedarf ist, helfen sich alle gegenseitig aus. Also es ist perfekt eingespielt und das erleichtert die Arbeit hier vor Ort auch extrem. Wenn die Menschen hier in Feldkirchen im Warteraum ankommen, sind die oft nur in Flipflops ohne Socken. Die meisten sind sehr still, ruhig, geben auch zu verstehen, dass sie nur schlafen wollen und Hunger haben. Also viel läuft hier über Zeichensprache. Momentan haben wir eine Kapazität von 950 warmen Schlafplätzen. Wir arbeiten daran, auf eine Zahl von 5000 beheizten warmen Schlafplätzen zu kommen. Die meisten Menschen, die hier ankommen, sind extrem dankbar. Zum Teil habe ich gesehen, die steigen aus dem Bus aus, küssen fast den Boden und sagen, danke Deutschland. Kinder malen Bilder mit deutscher Fahne oder auch Thank you Germany. Die meisten sind wirklich sehr dankbar, dass sie hier aufgenommen werden.